Hallo, ich bin noch immer der Christian Freistleben, Berater, Referent, Journalist und hemmungsloser Improvisateur. Ja, der Michael, der hatte was ganz was Tolles mit euch vor, nämlich eine Prüfung. Und noch dazu sollen die Fragen von euch selber kommen, also so die Grube, die ihr euch selber grabt. Und noch einen Spickzettel soll es dazu auch noch geben, und zwar einen selbstgemachten. Damit das Ganze ein Stück leichter geht, ein Impuls von mir dazu. Und zwar verwenden wir dazu den Chaos-Generator zunächst. Der funktioniert folgendermaßen. Ihr stellt euch eine Matheprüfung, also hier im Mathe-MOOC vor, und überlegt euch, wie könnte die sein, dass möglichst alles schief geht, dass die total schwierig ist. Also ihr sammelt Stichworte auf Papier oder mit einem elektronischen Spielzeug eurer Wahl und überlegt euch, wie kann diese Situation so unglaublich schwierig sein, dass wirklich alles, was irgendwie schief gehen kann, wirklich auch schief geht und wo ihr völlig versagt. Dazu überlegt ihr euch was und natürlich auch möglichst unglaublich schwierige und unlösbare Fragen, wo ihr einfach nur scheitern könnt. Genau diese Dinge sammelt ihr. Ja, an dieser Stelle könnt ihr dann die Ergebnisse mit anderen Teilnehmenden im MOOC teilen und schauen, auf welche genialen Ideen die gekommen sind, um diese Prüfung möglichst genau gar nicht zu schaffen. Woraufhin eine Phase folgt, wo wir wieder das Grundprinzip der angewandten Improvisation einsetzen, nämlich ja, genau. Das bedeutet, ihr sammelt jetzt Ideen, wie denn diese Prüfung möglichst einfach geht. Also das heißt, so Fragen und Ideen, die es euch ermöglichen, das Wissen, das ihr so auf dem Weg gesammelt habt, möglichst gut darzustellen. Das können ja Fragen sein und auch Darstellungsformen. Vielleicht kommt ja sogar wer auf die Idee von euch und sagt, Tool, ich greife die Impro-Impulse auf und mache als Prüfungsaufgabe, mache einen Impro-Impuls zur Mathematik. Auch eine schöne Idee. Also das heißt, ihr sammelt spannende Ideen, spannende Fragen und dazu ist hilfreich auch nochmal in den Chaos-Generator zu schauen, weil dort eine Frage, die ihr zuerst vorher gesammelt habt und sagt, das ist was, was ich nie machen kann, und dann schaut euch die Frage nochmal an und denkt euch, boah, das schaffe ich doch locker. Und schon habt ihr eure erste Idee für eine Frage, die ihr dem Michael schicken könnt. Und natürlich auch gleich den ersten Hinweis, das sollte unbedingt auf dem Spickzettel stehen. Und auch diese Ergebnisse aus dieser Ja-Genau-Phase bitte mit anderen Teilnehmenden aus dem Mathe-MOOC teilen und sich hemmungslos von den Ideen der anderen bedienen, Ideen ergänzen, gemeinsam weiterentwickeln. Und so sind wir schon sehr gespannt auf viele interessante Spickzettel und interessante Fragen oder auch Arten und Weisen, wie diese zu beantworten sind. Alles Gute, bis bald.